Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer, heute zu einem neuen Doppelpack. Und zwar dreht sich heute alles um das nagelneue Kartenspiel Uno All White. Jede Karte ist ein Joker. Oh ja, ihr habt richtig gehört, jede Karte ist ein Joker. Das hört sich nicht nur abgefahren an, es ist abgefahren. Dieses Spiel ist ein Wunsch aus der Community. Sie wollten gerne, dass ich hierzu eine Regelerklärung und ein Let's Play mache und hier im Doppelpack ist es jetzt soweit. Wie immer bekommt ihr hier die ausführliche Regelerklärung inklusive Spielaufbau und Spielablauf und danach gibt es eine Runde von unserem Let's Play. Und wie immer könnt ihr unten auf der Timeline hinspringen, das was ihr sehen wollt. Für alle Regelfaulen, ihr wisst ja, hier oben findet ihr noch über 160 andere Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen. Es werden einfach immer mehr, also lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Regelerklärung mehr hier auf dem Kanal. Und wie immer, habt ihr irgendwelche Fragen zu dem oder zu anderen Spielen, dann ab unten in den Kommentaren. Ich helfe euch schleunigst. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit. Auf geht's! So, schauen wir uns das Spiel nochmal ganz kurz an. Wir haben hier 120 Karten. Alles Joker. 2 bis 10 Spieler ab 7 Jahren. Rückseite sieht so aus. Die Anleitung ist wieder in zig unterschiedlichen Sprachen, was ja auch immer gut ist. So, kurze Übersicht und Ziel des Spiels. Wir haben hier 112 Karten und jeder Spieler versucht selbstverständlich als allererstes seine Handkarten loszuwerden. Jede Karte ist hier im Joker, also ganz anders als im normalen Uno. Schaut hier oben, da gibt es meine Regelerklärung zu Uno Flip. Wir mischen die Karten ordentlich und jeder Spieler bekommt 7 Handkarten. Die restlichen Karten bilden den Nachziehstapel und werden bereitgelegt. Die oberste Karte wird dann vom Nachziehstapel aufgedeckt. Falls es sich um einen Aktionsjoker handelt, wird sein Effekt ignoriert. Ich bin der Kartengeber und der linke Nachbar vom Kartengeber beginnt die Runde und dann geht es im Uhrzeigersinn weiter. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Wer an der Reihe ist, versucht selbstverständlich wie immer alle seine Handkarten loszuwerden, indem er jede Runde eine Karte auf den Ablagestapel legt. Nummer 1, also einfach eine Karte nehmen und ablegen. Dann Nummer 2, falls es sich um einen Aktionsjoker handelt, das sind die hier, das sind die normalen Joker. Bei einem normalen Joker passiert nichts, wenn du sie ablegst, spielst du aber einen Aktionsjoker, dazu kommen wir später nochmal, führst du den Effekt aus und dann endet deine Runde. Das war sozusagen alles, dann ist der nächste Spieler dran und er macht auch weiter. Und ein riesiger Unterschied zum normalen Uno, du kannst ja immer legen, also musst du niemals eine Karte nachziehen, nur durch den Aktionskarteneffekt wirst du Karten nachziehen bzw. aussetzen und Co. Kommen wir jetzt zu den Jokern bzw. Aktionskarten. Kommen wir jetzt zum normalen Joker. Spielst du einen normalen Joker aus, legst du ihn in die Mitte und der nächste Spieler ist dran. Du musst keine Farbe ansagen, denn wir haben ja nur Joker und jede Karte passt. Kommen wir jetzt zu den Aktionsjokern. Zwei ziehen, Zieljoker. Wer diese Karte legt, bestimmt einen Mitspieler seiner Wahl, der zwei Karten ziehen muss. Keiner muss aussetzen. Vier Karten ziehen, Joker. Wird er gelegt, muss der nächste Spieler vier Karten ziehen und aussetzen. Ganz wichtig, viele spielen ja, dass man es verlängern kann, aber das steht in keinen Regeln, das sind immer nur Hausregeln. Wird also diese Karte gelegt, muss der nächste Spieler vier Karten ziehen und aussetzen. Dann ist der nächste Spieler dran. Dann der nächste Spieler setzt aus, man darf auch nicht verlängern, und die nächsten zwei Spieler setzen aus. Sprich, in einer Dreierrunde bist du sofort wieder dran. Dann Retour-Joker, es wird die Richtung geändert, spielt ihr aktuell im Uhrzeigersinn, spielt ihr gegen den Uhrzeigersinn. Zwei Ziehen-Joker, der nächste Spieler zieht zwei Karten und muss aussetzen, also nicht verlängerbar. Und zu guter Letzt Zwangstausch-Joker, wird diese Karte gespielt, muss der Spieler einen Mitspieler wählen, mit dem er seine Handkarten tauscht. Sollte dadurch einer der beiden Spieler nur noch eine einzige Karte auf der Hand haben, muss er daran denken, Uno zu rufen. So, und zu guter Letzt gibt es noch eine spezielle Regel, die es nur bei Uno All White gibt. Bei keinem anderen Uno gibt es diese Regel. Mal angenommen, der nächste Spieler in Spielerreihenfolge, also er, ich bin gerade dran, ist kurz davor zu gewinnen. Denn wenn ich gegen ihn nichts mache, legt er die Karte ab und hat gewonnen. Selbstverständlich hat er vorher Uno gesagt. Und ich als aktueller Spieler habe keine Möglichkeit, ihn daran zu hindern.
denn ich habe nicht zum Beispiel eine Karte ziehen, aussetzen, Richtungswechsel oder irgendwas Böses, womit ich ihn daran hindern kann zu gewinnen. Und dann und nur dann dürft ihr freiwillig eine Karte ziehen, statt eine eurer Handkarten hier abzulegen. Würdet ihr eine von diesen Handkarten hier ablegen, würde er ja trotzdem gewinnen, weil diese Joker-Karte ihn ja nicht daran hindert. Vielleicht habe ich ja dein Glück, ich ziehe eine Karte, ja. Ich lege die Karte ab, jetzt muss er aussetzen, kann seine Karte nicht spielen und wir sind nochmal gerettet. Diese Sonderaktion darf ich jede Runde nutzen, wenn ich keine andere Handkarte auf der Hand habe, die ihn daran hindert zu gewinnen. Das klappt selbstverständlich nicht immer, aber es ist eine Möglichkeit. So, jetzt kommen wir noch zum klassischen UNO-Rufen. Sobald ein Spieler nur noch eine einzige Karte auf der Hand hat, muss er UNO rufen, damit die Mitspieler wissen, dass er bald gewinnen könnte. Und wer gewinnt die Partie? Sobald ein Spieler seine letzte Karte gelegt hat, hat er gewonnen. Dann werden die Karten neu gemischt und eine nächste Runde beginnt. Jetzt kommen wir aber noch zur optionalen Siegbedingung, nämlich die Punktewertung. Wenn ein Spieler seine letzte Karte abgelegt hat, werden die anderen Karten aufgedeckt und dann kriegt derjenige, der die Runde beendet hat, Punkte durch die anderen. Die normalen Joker zählen jeweils 20 und die Aktionsjoker zählen 50. Also 80 plus 150 macht 230. Sprich, der Spieler notiert sich 230 und sobald jemand 500 Punkte erreicht hat, hat er das Spiel gewonnen. So, das war die ausführliche Regelerklärung. Habt ihr noch Fragen, dann ab unten in die Kommentare und wir kommen jetzt zu unserem kurzen Let's Play. Viel Spaß! Willkommen zu unserem Let's Play UNO All Wild. Jede Karte ist ein Joker. Das wird interessant. Christian fängt an. Genau. Ja, ist richtig. Auch bei diesem Spiel müssen wir alle Karten loswerden. Melanie, die zwei Karten ziehen. Und du bist aber auch dran. Mhm. Aussetzen. Melanie, aussetzen. Wir beide. Aussetzen. UNO. Jetzt schon. Christian, wichtig, wenn du nichts hast, um mir was reinzudrücken, dann darfst du ja eine Karte ziehen. Aber du hast ja... Du wärst nach mir dran, ne? Ja. Karten tauschen. UNO. Ah, Melanie weiß ja, was sie gleich aufkriegt. Ja, aber gut, du musst das aber früh machen. Aber sonst ist vorbei, ne? Ja. Eigentlich muss man die ganze am Anfang spielen. Melanie setzt aus. Ja. Wenn man mit Hüllen spielt, beim normalen UNO, und knallt davon einfach mal 10 Stück rein. Kannst dann UNO voll pimpen. Du hast das gelegt? Ich. Melanie. Ja. UNO. Du bist dran. Nee. Nee. Ich bin dran. UNO. Aussetzt. Fertig. So, das war's schon mit unserem Doppelpack. Schön, dass ihr dabei wart bei der Regelerklärung und beim Let's Play. Und wie immer, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem oder anderen Spielen, dann ab unten in die Kommentare. Ich versuche euch schnellstmöglich zu helfen. Und hier oben findet ihr noch über 160 andere Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen. Wie schon erwähnt, gern abonnieren, dann verpasst ihr keine Regelerklärung mehr und gern einen Daumen hoch. Und wie immer, wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Robert.